وقل رب زدني علما. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، liebe Geschwister, wer freut sich nicht, wenn er etwas Schönes in seinem Traum gesehen hat, welches ihm Freude bereitet oder sogar frohe Botschaft verkündet? Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surah 10, Surah Yunus, Verse 62 bis 64. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Sicherlich, über Allahs Gefolgsleute soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Diejenigen, die glauben und gottesfürchtig sind, für sie ist die frohe Botschaft im diesseitigen Leben und im Jenseits. Keine Abänderung gibt es für die Worte Allahs, das ist der großartige Erfolg. Und im Tafsir heißt es, die frohe Botschaft ist der gute Traum, den man sieht. Eine Frage, die sich hier stellt, gibt es vielleicht ein Bittgebet, welches man aussprechen kann, um einen guten Traum zu sehen? Die Antwort lautet ja. So überlieferte Imam al-Nawawi folgende Überlieferung in seinem Buch Al-Adhkar, welche Ibn Hajar für Sahih einstufte, dass Aisha radiallahu anha, bevor sie einschlief, folgendes Bittgebet aussprach. Allahumma inni as'aluka ru'ya salihah, sadiqatan ghayra kathibah, nafi'atan ghayra darrah. Sinngemäß auf Deutsch, O Allah, ich bitte dich um einen rechtschaffenen, guten Traum, einen wahrhaftigen, keinen gelogenen, gemeint ist verwirrenden Traum, einen nützlichen und keinen schädlichen. Als sie dieses Bittgebet aussprach, hat sie nicht mehr gesprochen, bis sie nachts zum Gebet aufstand oder erst morgens, wenn sie es nicht schaffte, nachts zum Gebet aufzustehen. Radiallahu anha, hadha wallahu a'lam, والحمد لله رب العالمين.